Tomaten einfrieren? Ja, das geht und zwar richtig gut. Und somit hast du deine Aromen vom Sommer auch im Herbst und Winter auf deiner Tomatensuppe, Pizza oder Soße. Vorab die Tomaten einmal waschen, dann je nach Wunsch. Hier habe ich das für die Pizza schon mal in Scheiben geschnitten, mit Frischhaltefolie gearbeitet. So kann ich sie nach dem Einfrieren portionsweise rausholen. Diese dann noch in einen Gefrierbeutel geben. Und jetzt ein Tipp von mir: In einem Zipbeutel, den soweit verschließen, mit einem Strohhalm die Luft rausziehen. Und somit ist es vakuumiert und geschützt vor Gefrierbrand. Plane vorher, ob du deine Tomaten für die Tomatensuppe in Stückchen haben willst oder für die Pizza in Scheiben haben willst. Vakuumiert hält sich das bis zu einem Jahr im Kühlschrank. Und hier auch die kleinen Tomaten, die könnt ihr super einfrieren, da braucht ihr aber nicht viel machen. Wichtig ist nur, dass sie sauber sind. Jetzt habt ihr den Gefrierschrank voller Aromen und das Ganze könnt ihr ein ganzes Jahr genießen bis zu den nächsten Tomaten.